Den dritten Tag in Folge haben sich jetzt die beiden gesehen. Indiens Premier Modi und die deutsche Kanzlerin Merkel. Wenn man ihnen glauben darf, dann wird die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern demnächst spürbar enger werden. Der eine hat eine große, junge und gut ausgebildete Bevölkerung und eine große Nachfrage auf seiner Seite. Die andere die Marke Made in Germany und technisches Know-how. Der Weg, den Indien vor sich hat, ist ein Weg, der dazu führen wird, dass mehr und mehr Menschen Wohlstand erleben können. Dazu muss die Infrastruktur ausgebaut werden, dazu müssen neue Städte entwickelt werden. Da ist Deutschland mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerne dabei. Modi erklärte, dass für deutsche Unternehmen in Indien nun eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden soll, die die Investoren betreuen wird. Und er beschwor den Nutzen für beide Seiten, denn durch die Zusammenarbeit von Indien und Deutschland, bei der Deutschland für Technik und Qualität stehe und mit der man Deutschland verbinde, würde die eigene Marke Made in India selbstverständlich profitieren. Nach 2 Jahren sollen auch die Verhandlungen zwischen Indien und der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen wieder aufgenommen werden. Im Herbst werden die Mitglieder der Bundesregierung nach Indien zu Konsultationen reisen. Bis dahin will man schon einen großen Schritt weiter sein. Die Liste der Vorhaben ist lang. Etliche Projekte im Bereich des Umweltschutzes und bei der Förderung erneuerbarer Energien sind geplant. Eine Herzensangelegenheit des indischen Premiers. Dem indischen Begehren, auch stärker im Rüstungsbereich zu kooperieren, zeigte sich Angela Merkel aufgeschlossen gegenüber. Was das genau heißt, dürfte sich schon bald zeigen. Denn noch vor den offiziellen Regierungskonsultationen im Oktober wird die deutsche Verteidigungsministerin nach Delhi reisen.